Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Darkest Tale. Und wir sind jetzt hier an der gleichen Stelle, wo wir letztes Mal waren, nämlich an der Brücke. Mit unseren guten, grummeligen Teddybären. Und mal schauen, wie es weitergeht hier. Ich war jetzt irgendwie felsenfest der Meinung, dass ich einen Doppelsprung machen kann. Ich habe, glaube ich, in letzter Zeit so viele Spiele gespielt, wo man einen Doppelsprung machen kann. Ich denke mal, ich kann nicht schwimmen. Oh. Doch, nur ganz kurz. So, drei Schläge für eine Fledermaus, ist okay. Ich habe schon mal auch überlegt, ob ich vielleicht doch den Schwierigkeitsgrad ein wenig runterstelle. Nicht, weil es unbedingt zu schwer ist, sondern eher, damit man wieder flotter durchkommen. Muss ich nochmal jetzt gucken, jetzt, die Fledermäuse mit drei Schlägen finde ich noch okay. Huch. Achso, so ein Teleporter. Aber die Wölfe, die brauchen schon ziemlich viele Schläge. Und das macht sie ja nicht wirklich irgendwie viel schwieriger, sondern einfach nur länger. Tja, da wurde einer aufgespießt. Ach, was Puppenhäuschen ist das? That was incredible. You managed to get this far. Darn, little girl. Watching you fight always lights a fire inside me. Oh, wait a minute. This time, it's the forest that's on fire. What are you ranting on about? You have been excellent bait. Thank you for luring all the wolves in the forest here. None of them will survive. Now I just have to exterminate the last few remaining in their den. I'll soon put an end to their nasty little species. Darn psycho! Ich glaube, Schneewittchen hat schon, Rotkäppchen hat ein kleines Wolfsproblem, beziehungsweise Wolfsabneigung. Muss ich die besiegen, bestimmt. Oh, richtig viele Schläge. Oh, ciao. Aber die sind genau dort, wo ich gerade landen wollte. Ja, ich habe nur noch ein Leben. Nein! Der Sprung hat mich gekillt. Aber muss ich jetzt nochmal gegen die kämpfen? Nee, glaube ich nicht, ne? Okay, dann lasse ich es vielleicht sogar auf dem Schwierigkeitsgrad. Obwohl, nein, ich weiß noch nicht. Aber ich bin ein Level up. Da schauen wir mal, was wir jetzt hier Neues lernen können. Also wir können schneller heilen oder schneller schlagen. Ich glaube, ich nehme jetzt vielleicht mal schneller schlagen. Schneller heilen ist auch schön, aber im Kampf heilen bringt, glaube ich, eh wenig. Also muss ich ja richtig übelst fix sein. Also ich glaube, das war schon ziemlich fix. Aber ich glaube, nicht so schnell, dass man es im Kampf machen hätte können. Muss ich jetzt hier hoch? Muss ich runter? Wo muss ich denn lang? Ich gehe jetzt mal nach oben. Das sieht jetzt hier so aus, als würde es da ziemlich weitergehen. Aha, hier ist Checkpoint-Spiegel. Eine Sackgasse, okay. Kann ich die Dinger auch kaputt machen? Von hinten? Ich kann die auch kaputt machen. Ich muss sie nur von hinten angreifen. Ja, lol. Da
Machen wir das ja in Zukunft auch mal, hä? Wegen Erfahrungspunkte und so weiter. Weiß halt nicht genau, wie wörtlich ich das nehmen soll. Das hier ist aber doch aus, würde es hier weitergehen. Bin verwirrt. Die komische Fee hat ja eigentlich gesagt, ich soll kein Vieh am Leben lassen, aber wir sind jetzt schon ein paar von diesen Stacheltieren da durch die Lappen gegangen. Ach, lass ich doch nochmal zurückgehen, das erste unten lang. Einfach, ich dachte, ich muss einfach immer drüber springen, dass das halt wie so ein Gegnertyp ist, den man halt nicht besiegen kann. Aber das heißt ja, ich kann die jetzt doch besiegen. Hoffentlich erreiche ich jetzt noch das Maximallevel. Ah, okay, ja, hier muss ich glaube ich später hin. Da kriege ich glaube ich irgendeine Fähigkeit, wo ich mich irgendwo ranziehen kann. Daran erinnere ich mich noch ganz, ganz grob. Oh, manchmal sind die Sprünge richtig knapp. Huch. Ich dachte, ich laufe hier oben lang. Oder geht's hier runter? Nee, geht's nicht. Okay. So. Und dafür so ein Vieh. Und ich glaube, drei Schläge braucht das Vieh auch. Ja, drei Schläge. 1, 2, 3. Huch. Zack, zack. Is this Alicia's bed? You're right! What a funny coincidence! Funny? We're in a little girl's nightmare, and we're about to go under her bed. I don't like this one bit. You old coward! Let's leave the squabbles for another day, you luminous bug. Right now, we need to stay alert. Wie so ein kleines Mädchen. Ich dachte, Alicia ist jetzt schon kein kleines Mädchen mehr. Und darum ist ja... Au. Darum ist ja Teddy auch schon in der Kiste gelandet. Weil sie halt nicht mehr mit ihm spielt. Haben wir das? Ja, nochmal falle ich nicht drauf rein, auf euren blöden Stacheln. Schnell, schnell, schnell. Hab ich dich. Nach unten oder nach rechts? Huch. Aua, nein, ich will da nicht. Ich will in die Richtung. Aua! Ja, das ist ja eine richtig scheiß Stelle. Wenn ich nicht schlage, rutsche ich immer in eine Richtung und die sind so eng auf diesem Fleck da. So, zweiter Versuch. Warum habe ich das nicht getroffen? Hab ich euch. So. Heile ich mich erstmal. So. Und da unten ist irgendwas, eine Fähigkeit, hä? Warum schubst mich das übelst zurück, wenn ich dagegen schlage? Stachelmodus hier. Aua. Schnell, 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 schnell. Hab ich dich, okay. So, rein. Sieht jetzt schon wieder so aus, als würde ich hier
Papier, als würde hier der Weg normal weitergehen. Ah, das hasse ich immer bei solchen Spielen, wo es nur zwei mögliche Wege gibt. Man weiß immer nicht, welcher jetzt der optionale sozusagen ist. Wenn man den natürlich eigentlich lieber laufen möchte, weil man nichts verpassen will. Kann ich eigentlich gedrückt halten? Ne, kann ich nicht. Muss Einzelschläge machen. Mensch! Wie viel hält denn die jetzt aus hier? Gott. Rasende Wut. Okay. Neues Talent oder was? Das ist natürlich blöd. Ich sehe. Ich vermute mal, Rasenwut ist eins von diesen hier hinten jetzt, das neu dazugekommen ist. Problem ist nur, ich sehe halt nicht, was mir die Talente im späteren Baum bringen. Erhöht den Schaden leichter Waffen. Ja, schön. Heilungsgeschwindigkeit. Muss manchmal Schaden erhöhen. Schadenserhöhung. Das nächste ist, erhöht die Angriffsgeschwindigkeit nochmal. Okay. Okay, also ist doch gut, wenn wir hier unten erstmal hin sind. Hier gab es einen Skill oder irgendwas. Hier geht es ja auch noch weiter, ne? Wow. Jetzt müsste ich ja mehr Schaden machen. Na gut, bei den Fledermäusen kann ich jetzt schlecht gucken, wie viel Schaden ich mehr mache, weil ich nicht weiß, welche ich jetzt schon zweimal oder dreimal geschlagen habe. Wo komme ich hier hin? Irgendwo hin. Hä? Was ist denn die Brücke da? Oh, ich bin der Michael Jackson Bär. Okay, also dann. Au! Doch hier oben nochmal weiter. Mal heilen kurz. Den nächsten Gegner kriege ich eh wieder Mana. Eins, zwei, drei. Braucht trotzdem drei Schläge für das Vieh. Okay. Ausrüstungsmenü. Ah, ein ausrüstbarer Skill ist das gewesen. Wenn du nur noch einen TP hast, fügst du doppelten Schaden zu. Naja, nehme ich mit, besser als nichts, ne? Ah, gibt anscheinend noch verschiedene Klassen. Und verschiedene Waffen. Okay. Rüste deinen ersten Skill aus. Gerade bekommen. Na gut, aber er hat wahrscheinlich versuchen, einen Lebenspunkt so gut wie möglich zu vermeiden. Einmal, wenn er nachher tot ist. Oder unten so ein Skill. Ich muss jetzt nochmal runter. Ich hoffe, ich komme jetzt nochmal runter. Nein, ich komme nicht mehr runter. Doch, hier lang. Hier komme ich nochmal runter. Okay. Naja, hau ab. Huch. Morgen. Komm, ist aber nicht so empfindlich da. Dreh dich um. Warum ist da nochmal so ein Kackpilz, auf den man auch abditscht? So, habe ich dich. Ja, zack. Kann ich da jetzt durchspringen und ich Schaden kriege, weil die ja schon runtergefallen sind eigentlich? Nö, kann ich nicht. Aber hab ich einen Dash? Ne, habe ich nicht. Okay, vielleicht kriege ich den erst später noch. Also so, ja. Okay. Sprint-Unverwundbarkeit. Ich hab doch noch gar keinen Sprint, oder?
Wie war das mit nicht einem Lebenspunkt haben, ne? Oh, kein Mana mehr. So, hier konnte ich noch ausrüsten. Gewährt Unverwundbarkeit beim Sprinten. Nee, noch beim Sprinten. Gut, ich habe keinen Sprint. Wahrscheinlich habe ich jetzt wirklich ein bisschen exploited. Den Skill kriegt man wahrscheinlich erst, wenn man wirklich den Sprint-Skill hat. Aber naja. Wieso habe ich jetzt für den mehr als 3 Schläge gebraucht, theoretisch? Ich habe den jetzt erst 3-mal getroffen eigentlich. So, habe ich dich. Oben ist noch was. Komm ich jetzt, kann ich da hinspringen? Zack. Ja, okay. Man kann halt so ein bisschen mit dem Schlag sich auch so ein bisschen nach vorne, ja, Cheat würde ich nicht sagen, aber halt so noch ein bisschen nach vorne gleiten. Ich dich auch. Okay, anscheinend gibt es hier immer mehrere Möglichkeiten, wie ich hier langkomme. Ja, gut. Oh, oh. Bosskampf. Blutige Höhle, wie es aussieht. Oh, das Rotkäppchen. I knew that you wouldn't die that easily. Thanks for the vote of confidence. Not to mention the assassination attempt. I've got the room all ready for our final dance. And I can't wait to paint it with your blood. It's an honor for my scissors to accept your invitation, m'lady. Oh, ich muss gegen Rotkäppchen kämpfen. maybe I should have warned you about something. In the midst of blood, I get much stronger. Hui. Upsala. Ist da unten ihr Lebensbalken? Könnte sein, ne? Ah, nein, ich konnte. Hat nicht. Ich war noch nicht am Boden. Aua. Au, das macht einen Flächenangriff, okay. Vielleicht mache ich doppelten Schaden. Ich will mich trotzdem mal lieber heilen. Okay, sie hat aber nicht mehr viel. Zack, zack. So. Bin weggedasht. Nein! Wusste, was sie macht, aber... Komm. Doppelter Schaden, au. Sprint. Ah, jetzt kann ich sprinten. Besiege das blutige Mädchen. Ich hab Rotkäppchen nach getötet. Where am I? You're dead. This is the afterlife for bears. Dead? What in tarnation? You're still the same old gullible. Cut to the chase, demon. Just tell me, what am I doing here?
You're here because you killed that bloody crazed little girl, Teddy. And I'm deciding whether or not to destroy you. Answer me this one question. Do you know who I am? A bright-eyed freak who wants to kill me. I see. You don't remember. Don't remember what? My head. Don't you dare leave! I'm not done with you yet. Bitte Zähne. Das ist die Grinsekatze gewesen? Wake up! All right already, glowworm. I'm awake. You're back! You completely lost consciousness! What happened? How on earth should I know? One moment I was here, and the next, something tried to kill me. Ha! Only you could pass out and have a nightmare while you're already in the land of nightmares! Come along, let's get a move on! Alicia can't save herself! Hallo, ich habe gerade hier gegen das verrückte Blutrotkäppchen gekämpft. Und die macht hier wieder so einen Stress, ey. Ja, ich kann jetzt dashen. Meine Dash ist ganz cool. War der Mana? Ich glaube nicht, hatte ja keins. Little fairy's voice boomed through the cave with the force of a mighty roar. And the roar grew louder and louder still. The cave itself was roaring. From the walls to the vault, everything started shaking. The cave was collapsing. Teddy ran towards the sunlight as fast as he could, dodging the deadly rocks that were falling all around him. He summoned up his last reserves of energy, and he leaped out of the cave, just before it came crashing down behind them. Safe from danger for now, Teddy and Lighty paused to catch their breath in a verdant clearing. Finally, fresh air! For once, I have to agree with you. It sure is a relief to get out of that cave, or out from under the bed, or... Stimmt, wir brauchen ja unser Bett eigentlich. Die Höhle unter dem Bett. Hab ich die 60% habe ich nur im Hass. Was kann ich da jetzt noch alles freischalten? Habe ich da irgendwo noch... Ach ja, stimmt. Ich hatte ja unten noch die... Ich glaube, zwei Stellen hatte ich, glaube ich, noch gehabt, wo ich mit diesem Schwingen durch muss. Okay. Würde ich sagen, machen wir dann mal später. Ich habe ja noch gar keinen Schwingen, aber ich muss dran denken, dass ich es... Dass ich da nochmal zurück muss. Beziehungsweise ich sage eigentlich die 60%. Gut. Ich würde mal sagen, das war's auch für diese Folge. Weil wir doch ganz gut gekommen. Ein paar Kämpfe haben ein paar Skills freigeschaltet. Den einen Skill nur durch einen Exploit bekommen, aber okay. Rotkäppchen besiegt. Und sind jetzt aus der Höhle raus. Auf zu neuen Gefilden im fröhlichen, bunten Wald. Mal sehen, was uns jetzt hier erwartet. Bleibt gespannt und sagen wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.